Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto, welches ich versuche hoch zu traden. Aktuell habe ich 434,68 € gewonnen. Heute folgt Tag 7. Ich beginne mit 20 Euro, dann 50 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten an von heute. Wir haben einen wichtigen Feiertag in Japan, sehr wichtige Euro-News, dann sehr wichtige News im British Pfund und im US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner 7 Indikatoren und der Tagesnews. Ich halte 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Stop-Trade, wie gesagt, beträgt 20 Euro. Dann schauen wir mal, ob ich so schnell einen Trade finde. Ich mache 2 bis 5 Trades. US-Dollar Yen müsste aber noch etwas sinken. Ich schaue mal weiter. Out. Australisch Dollar, Japanisch Yen. Manchmal muss man Geduld haben, dass man einen passenden Trade findet. Das ist ganz normal. Hier steige ich ein mit 20 Euro und gleich hinterher noch mit 50, da der Kurs gefallen ist. Und nochmal. Und sollte eigentlich wieder hochgehen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Ah, ich sehe gerade, das war mein Fehler. Das sowas sollte nicht passieren. Hoffentlich haben wir Glück. Aktuell steigt er schön. Leider bin ich nicht 60 Sekunden rein, sondern 4 Minuten und noch was. Vielleicht habe ich Glück. Wie gesagt, höhere Zeitrahmen funktionieren ja auch prima. Muss keine 60 Sekunden handeln. Man kann auch höhere Timeframes auswählen. Bis jetzt sieht es gut aus. Ich hoffe, das bleibt so. Schöne lange Kerze. Muss eben immer aufpassen, dass hier 60 Sekunden eingestellt sind. Er steigt weiterhin. Vierzig Pips im Gewinn.
Sollte ich alle drei Trades gewinnen, habe ich einen fetten Gewinn gemacht. Der steigt weiter. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. In 60 Sekunden oder 2 Minuten wäre ich längst fertig. Noch 2 Minuten. Jetzt fällt er leicht. Ich bin immer noch 30 Pips im Gewinn. Noch 1 Minute. Und der Kurs steigt wieder. Wonderful. Alle drei Trades im Gewinn. Das heißt, ich habe heute 142,35 € gewonnen. Mittlerweile sind es jetzt 577,03 €.